Aber ich habe das Ding einfach nicht gesehen. Was ist das? Ist das Unfallbericht? Aha. Irish? Ja, ich weiß! Es ist nicht viel, hast du gesagt. Ja, nein, ich habe gesagt, das ist schon, das ist natürlich schlimm hier. Verabschiedet euch von Irish. Hoş geldiniz bei Kfz 40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Normalerweise war ich am Trainieren und danach hatte ich eigentlich Papierkram zu erledigen. Dann habe ich einen Anruf bekommen von Irish. Irish war voll lieb. Wenn Irish einfach sagt, Jonas, ich muss dir was sagen, dann weiß ich ganz genau, irgendwas stimmt nicht. Dann muss ich mich erstmal hinsetzen. Irish hat einen Unfall gebaut. Ja, sie ist schuld, die hat die Polizei gerufen, aber kein Personenschaden oder kein zweites Auto irgendwie involviert. Was für einen Schaden wir haben, weiß ich gar nicht. Ja, ich warte jetzt auf Irish. Und ich bin gespannt, was dran ist. Ja, aber das ist so, ne? Wenn ich sage, das Auto ist geil, gelobt, 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 dann muss ja irgendwas passieren, ne? Ist ja nicht für die. Hauptsache, Irish ist nichts passiert. Noch nicht. Chillen wir mal so lange, bis Irish kommt. Und dann bin ich mal gespannt auf ihre Reaktion. Und was dran ist. Werden wir sehen. Das kann ja nur hinten sein. Vorne ist nichts, jeder Seite ist nichts. Verabschiedet euch von Irish. Es kann ja sein, dass nach dem Unfall eher noch was passiert. So, ne? Ich weiß ja nicht, wie schlimm das jetzt ist. Aber. Es ist schlimm. Es ist schlimm. Verabschiedet euch. Für mich ist es schlimm. Aber kommt mir jetzt nicht um die Ecke mit typisch Frauensteuer. Sag mir, was passiert? Ich habe auch schon schlecht autofahrende Männer gesehen. Aber ich habe das Ding einfach nicht gesehen. Was ist das? Ist das Unfallbericht? Aha. Das zeigt nach vorne. Ja. Irish? Ja, ich weiß! Es ist nicht viel, hast du gesagt. Ja, nein, ich habe gesagt, das ist schon, das ist natürlich schlimm. Du wirst es nicht glauben, ich habe es einfach nicht gesehen. Ich fahre hier sogar Autos rein, raus, an engen Stellen. Ich guck auf alles, aber das Ding da habe ich nicht gesehen. Ich habe den mitgenommen. Was es ist, verrate ich jetzt natürlich nicht, das kannst du gleich erklären. Das kannst du schön erklären, weil ich weiß ja nichts. Du hast nur gesagt, ich habe einen Unfall gebaut. Ich habe gesagt, ist Personenschaden, also nein. Noch ein Auto involviert, dann hast du nein gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, komm vorbei. Sachschaden hier. Soll ich zeigen? Ja, zeig mal. Ach du Heilige. Was ist denn hier passiert? Das ist eingedrückt. Ich habe so einen Dingspfosten mitgenommen. Eingedrückt? Warte mal. Gummi ist da weg. Ach du Heilige. Tür. Na, das Ding hing dann halt hier so rum, ne? Und dann soll ich den mal holen? Ja, zeig mal. Ja. Aber an der Tür ist nichts, halt nur unten rum habe ich das halt natürlich voll versaut sozusagen. Ja, das ist schon ein großer Schaden. Mann. Das tut mir wirklich leid. Ja, das aber ich kann es nicht ändern, ne? Es ist halt passiert. Lass mich mal die Tür mal anschauen. Hast du Windgeräusche oder so? Nö, habe ich nicht. Nichts gemerkt. Ich bin jetzt auch nicht so schnell Strecke gefahren oder so. Bring mich bitte nicht um. Alles gut. Die Kamera geht ja irgendwann aus. Okay. Wie viel Prozent haben wir noch, Akka? 42% habe ich noch zu leben. Das ist keine Spachtel, das ist was anderes. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ja, das ist so irgendwie, als wäre es so unter Bodenschutz oder so. Das ist wie so plastikmäßig. Oder? Ja, ja, das ist so. Guck mal, ist das hier auch eingedrückt? Natürlich. Oh, das ist kein Aluminium. Ja, okay, die Tür kann man in den Schlauch setzen. Jetzt, was ist das für ein Schaden so vom Preis? Ich kann dir das nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein großer Schaden. Ich habe einen Abgrenzungspfosten mitgenommen. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe das nicht gesehen. Wie denn? Was für ein Pfosten? Ich bin auf so einen Parkplatz gefahren. Ja. Ich bin da reingefahren, so langsam, ne, und dann... Ich so, was habe ich jetzt nicht gesehen?
Ich kam zurück. Dann bin ich ausgestiegen, hab geguckt. Ich hab das Ding mitgenommen. Aber wie hast du das denn gesehen? Wie hoch war der denn? Ich kann's dir nicht sagen. Die waren ungefähr. Der war so hoch. Wie hoch? So hoch? Nein, so. So? So. Ja! Aber ich hab's nicht gesehen. Ja, okay, wenn es so wäre, hätte ich das auch nicht gesehen. Aber so. Ich hab's nicht gesehen. Wie oft habe ich einen Schaden gehabt bisher? Ich weiß es nicht. Du fährst ja nicht so oft mit meinen Autos. Hast es aber genossen, deine letzte Fahrt? Hast es genossen? Wenigstens, damit zu fahren. Gut, okay. Dass mich dein Traumwagen gefahren Soll ich jetzt zum Gutachter gehen oder wie machen wir das jetzt, Aidosch? Versicherung. Du tust ja so, als würde ich das extra machen. Ist ja nicht schlimm. Wir ziehen einfach ein paar Massagen ab in der Zukunft. Oh. Ne? Ich gebe dir alle Massagen ab. Hauptsache, keine Massagen. Nicht mehr davon, bitte. Es ist ja, mir einmal in meinem Leben sowas passiert. Ich fahre nie gegen irgendwelche Pfosten. Kleiner Unfall. Das kann passieren, das kann jedem passieren, ne? Das muss rausgeschnitten werden, instand gesetzt werden. Das muss rausgeschnitten werden und dann wird das wieder instand gesetzt und eingeschweißt, wieder neu? Ja, weißt du, was das Problem ist? Ja. Wenn ich einmal sowas erlebe, dann habe ich schon keine Lust mehr auf das Auto dann. Nicht, dass du dich schlecht fühlst, Aidosch, aber ich meine nur so, ne? Ja, ja, klar. Ich gehe gleich schlafen, glaube ich, irgendwie. Bin ich mir auch sicher. Ja, also wie ist das jetzt genau passiert? Du bist jetzt gefahren? Ich mach das mal nach. Parkplatz fahren. Ich fahre. Ja. Ich fahre ja, so. Ja. Du bist aber rechts gefahren. Ich bin geradeaus gefahren und dann wollte ich ja rechts einbiegen auf so einen Parkplatz. Und danach war nichts und dann stand da wohl noch einer. Und ich habe auf diese zwei ersten geachtet und den anderen, der weiter weg war. Der war weiter weg. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Frag mich nicht warum. Ich weiß es nicht. Ja. Also ja, ich bin ja, nicht sauer. Du hast gerade gestichelt, ich weiß schon, innerlich. Natürlich, sticheln tue ich ja immer, aber es ist ja nichts Wildes. Also ganz ehrlich, sowas kann man reparieren. Ganz ehrlich. Gut, dass mir nichts passiert ist. Was soll denn da passieren? Ist doch egal, hätte auch was anderes sein können. Was denn? Willst du denn nochmal einen Boiler mitnehmen? Dir ist nichts passiert. Alles gut, die Kamera geht aus. Ich meinte, Der Tag ist noch da. Hab ich von Aidosch. Denk nur nach, wie du es zahlen möchtest. Ja, ich habe doch gesagt, ich verzichte auf die Massagen, ich krieg kein E-Bike. Du müsstest doch mich bezahlen. E-Bike, Aidosch. Das ist ein E-Bike gewesen hier. So. Den krieg ich. Wow. Ausgangig. Wow. Aidosch. In Orange. Guck mal. Den kannst du ja nächstes Mal mitnehmen. Dann kannst du ja damit fahren. Okay. Und dann glaub mir, wenn du einmal hier einen Boiler mitnimmst, glaub mir, zweiten Boiler nicht. Nein, glaube ich schon. Aber am Reifen hast du nichts abgekriegt. Nein. Ich habe Vollkasko. Das Gute dran, du hast einen Unfallbericht. Ja, klar. Morgen werde ich das direkt zur Versicherung geben. Und die sollen sich drum kümmern. Dann gucken. Und du weißt, ich fahre nicht schlecht. Sag doch was. Ich fahre doch nicht schlecht Auto. Ich such nur irgendwas zum. Sag doch mal, was meinst du? Sag mal, einfach schon mal. Du weißt doch, wie ich Auto fahre. Auf jeden Fall, gut. Ja, du fährst gut Auto. So, Kamera aus? Kannst langsam die Kamera aus? So, danke fürs Zuschauen. Bleib gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tipp, zieh bis dann noch rein. Ciao. Alles auch gut.